Hallo Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica mit Naoya. In der letzten Folge haben wir auf einer Insel, während wir Rettungskapsel 6 gesucht haben, eine riesengroße, ja, Alien-Festung oder ein Alienturm oder was auch immer gefunden. Wir sind dem Rätsel bisher noch nicht auf die Schliche gekommen. Wir befinden uns jetzt im Untergeschoss. Hier soll irgendwie der Kontrollraum sein, wenn ich mich recht erinnere, das, was wir gelesen haben. Und wir gucken weiter, ob wir hier jetzt Antworten finden. Antworten auf unsere unzähligen Fragen, wie beispielsweise, warum ist das hier? Warum ist das hier und was ist das hier? Und wann ist das hier? Vielleicht auch noch. Wobei, wann ist das hier die unwichtigste Frage ist. Okay, hier ist schon das Tauchdock direkt. Die Seemotte müsste irgendwo eigentlich... Die ist da. Das heißt, hier können wir dann raustauchen. Obwohl, oh, na, raustauchen ist auch immer so eine gefährliche Sache. Ja. Scheiße. Wir haben in der letzten Folge auch zwei Ionenwürfel eingesammelt. Die können wir ja hier auf der Insel auch an einer Stelle einsetzen. Das werden wir auch machen wollen. Aber es ist auch wichtig, dass wir zu der verdammten Rettungskapsel noch kommen. Und ich habe immer noch Angst, dass der riesengroße Enderman hier gleich aus der Ecke gestürmt kommt und uns auffrisst. Naja, nicht unbedingt auffrisst, sondern er uns packt. Was ist das? Ist das eine Knarre? Fremdartiges Gewehr. Ja, das will ich. Gib mir das! Daten, toll. Aufgrund seiner starken Ähnlichkeit mit menschlicher Waffentechnik muss dieses Gerät in Anlehnung an einen humanoiden Benutzer entworfen worden sein. Es ist unklar, ob die Fremden, die es konstruiert haben, selbst humanoid waren oder Humanoide für sich arbeiten ließen. Fest steht, dass sie die Verteidigung dieser Einrichtung als notwendige Vorsichtsmaßnahme betrachteten. Das Gewehr kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter entnommen werden. Okay. Ich denke... Wir haben es hier mit den Predatoren zu tun. Predator, Predator. Ihr kennt ja Alien vs. Predator. Und ich denke, genau das ist es, womit wir es hier zu tun haben. Verdammte Axt nochmal. Nein, nicht noch ein Ionenwürfel. Alter, brauche ich überhaupt so viel? Ich habe doch gar nicht so viele Plätze. Wie viel Platz haben wir denn noch? Zwar auch scheiße. Das ist alles komplett suboptimal, ey. Das ist alles sowas von komplett suboptimal. Ja, scheiße, Alter. Doof. Doof, würde ich jetzt sagen. Das ist wieder so ein Torbogen wie den, den wir auf der Insel hatten, wo wir so einen grünen Stein einsetzen können. Okay, gut, hier kann man gar nichts machen. Ein Versuch war es wert, wenn er mich fragt. Okay. Wir haben ja eine... Ja, die muss ja hier drin sein, oder nicht? Dann geht doch irgendwas zu, oder bin ich jetzt bescheuert? Okay, wir nehmen sie erstmal. Es hat sich jetzt aber nicht so angehört, als wenn irgendwas zugegangen wäre. Fremdes Gerät. Das Ding explodiert gleich, ey. Oh, ja, nee, ist klar, Weltenfall. Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Glücklicherweise hat es eine Fehlfunktion. Ja, leck mir doch den Arsch, Alter. Was ist das denn? Der Weltenvernichter. Wir haben null Platz. Das ist geil. Oh, Mann, Alter, wie unser Essen. Scheiße. Scheiße, Alter, wir müssen uns beeilen. Wir müssen hier weg. No, Kacke, Alter. Ey, wir sind hier auf der... Wir verrecken jetzt. Wir verrecken jetzt einfach. Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. Mm-mm.
Mach auf, Alter, wir müssen dann essen. Wenn das der Kontrollraum ist, müssen wir hier jetzt ja fertig sein eigentlich. Oh, hier, Alter, ruckel nicht so, das darf nicht wahr sein. Zum Glück verbraucht sich das Essen nicht so schnell wie der Durst. Und für den Durst haben wir ja was. Alter, das ganze Spiel hat eigentlich nie geruckelt, aber hier bei der Alien-Festung, da ist es, ihr seht es ja selber, ne? Also hier ruckelt es. Zumindest wenn wir schnell laufen, wenn wir normal gehen, dann nicht. Okay, wir haben es aber anscheinend geschafft, nur das Ding da oben, dann können wir hier wieder weg. Alter Falter. Interagieren. Verpiss dich! Das ist unangenehm. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Translating background broadcast. Downloading summary to data bank. Oh ja, hin und zu weit. Seuchenfusch. Okay, wir sind infiziert. Was für eine Waffe deaktiviert. Oh, leck mich! Aufgezeichnete Hintergrunddaten zu weiteren fremden Einrichtungen anderswo auf dem Planeten. Seuchenforschungseinrichtung, Tiefe 800 Meter, Standort Höhlensystem mit beträchtlichem Fossilienvorkommen südwestlich der Vollstreckungsplattform. Funktion Untersuchung lebender Exemplare. Auftrag Synthese eines Gegenmittels für das hochinfektiöse Bakterium mit der Bezeichnung CARA. Wärmekraftwerk, Tiefe 1200 Meter, Standort innerhalb einer ausgedehnten natürlichen Felsformation in einem Gebiet mit starker vulkanischer Aktivität. Funktion Energieerzeugung für alle örtlichen Einrichtungen. Schutzraum A, Daten unbrauchbar, Ausnahme Hauptsicherungseinrichtung, Daten unbrauchbar. Im Falle eines Ausbruchs werden Quarantäneverfahren mit sofortiger Wirkung automatisch eingeleitet. Die Quarantänevollstreckungsplattform wird alle ankommenden und abfliegenden Raumschiffe anvisieren, um die Ausbreitung der Infektion außerhalb dieser Welt zu verhindern. Ja. Es ist in Ordnung. Das heißt, die Aurora wurde wahrscheinlich abgeschossen. Wir sind nicht irgendwie kollidiert, wir wurden abgeknallt. Oh nein, eben... Nein, das ging doch eben! Oh, da, Alter! Energiekern. Dieses Gerät enthält die Energiemenge einer 100 Megatonnen Atomexplosion, die durch die Einrichtung geleitet und auf Fahrzeuge über ihr gerichtet oder mit Hilfe der Schwerkraft des Planeten so gekrümmt werden kann, dass Ziele im Orbit des Planeten getroffen werden. Die Energie wird durch die verbundene Konsole geleitet, sodass das Gerät bei Bedarf abgeschaltet werden kann. Es läuft derzeit ohne Parameter, was darauf hinweist, dass es jedes Schiff innerhalb seiner Reichweite ins Visier nehmen wird. Okay. Tja, also wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie wir hier abgestürzt sind. So. Jetzt, wir müssen essen, wir müssen hier weg. Wir müssen hier zum einen eine Signalboje aufhängen. Gescannt haben wir, glaube ich, alles. Und ich würde jetzt so gern diesen grünen Stein da in dieses eine Ding reinsetzen, aber das geht nicht, weil ich kann hier draußen... Doch, wenn wir einmal trinken... Wir können Medikit nehmen und was trinken, dann haben wir vier Plätze frei, dann können wir hier fressen, dann können wir das grüne Steinchen noch einsetzen. Mega, das machen wir. Achso, und die Signalboje macht uns auch einen Platz. Das heißt, wir müssen eigentlich nur ein Medikit nehmen. So, wir müssen uns aber ein bisschen beeilen. Ja, ruckel wie du willst, Alter. Wir sind hier gleich draußen. Na gut, auf der Insel hat es ja auch geruckelt. So. Abmarsch. Ja, ist mir egal. Wir haben ja da was. So, und jetzt kommt gleich das fette Vieh und wir sind weg.
Alte Leute, was ist mit diesem Spiel nur los? Und es gibt noch mehr von... Seht, das eine, was war da? Da, wo diese Ventilationsöffnungen waren. Das heißt, da in der Nähe wird auf jeden Fall auch noch eine sein. Entweder die Seuchenabteilung oder die Wärmeabteilung. So. Mann, geh mir doch bitte nicht auf den Stink. Wir gehen jetzt mal ganz cool hier hin. Dann machen wir mal ganz cool das... Mach doch das Inventar auf, Mann! So, dann geht der Schwimmer weg. Alien-Turm. Alien-Turm hört sich gut an. Emergency. Ja, ich weiß, dass wir gleich verhungern, Mann. Alien-Turm. Der wird orange. Der Alien-Turm wird orange. So. Scheiße, alter Fick. Alter Fick, ey, was ist hier zum Geier nur los? So, uns fehlt jetzt unser Tauchboot. Zack, Messer auf die 1. Wir müssen ein Item benutzen, dann nehmen wir das Wasser. Da haben wir sowieso so viel von gesammelt. Oh nee, das Medikit wollte ich, bin so blöd, egal. Wir verhungern gleich, deswegen sind wir jetzt auch langsam. So, einmal. Zweimal. Dreimal. So, das sollte reichen erstmal. Fürs Essen sollte das erstmal reichen. Da braucht man ja nicht so mega viel von. So, und jetzt müssen wir... Ja, scheiße, jetzt müssen wir dieses Ding wiederfinden, Alter. Das finde ich doch im Leben nicht wieder. Das war, glaube ich, auch ein ganz schöner Ritt, um dahin zu kommen. Gentlemen, Alter, wie geil ist das denn? Alles so ungeplant. Oder war das direkt hier am Anfang? Nee, das war weiter durch, ne? Das war viel weiter durch. Okay, das war gar nicht so schlimm. Das war zum Glück gar nicht so schlimm. Ich freue mich. So, jetzt bauen wir hier dieses grüne Ding rein. Ionenwürfel einsetzen. Oh mein... Oh nein, Alter. Das Spiel stürzt gleich ab. Ich sehe es schon vor mir. Oh, scheiße. Also ich kann mich nicht bewegen. Das will ich nur mal festhalten. Ich kann auch keine Items wechseln. Also wir sind quasi gerade in der Starre. Wo ist die Seemotte? Okay. Die Seemotte ist 2,5 Kilometer. Okay, wir wurden gerade zu einer anderen Einrichtung teleportiert. Wie krank ist das denn? Wir sind hier... Sind wir auf der Insel drauf? Sind wir auf... Wo? Ich will nur kurz... Ich will wissen, wo wir sind. Wir sind sofort weg, Leute. Glaubt mir bitte. Ich will nur wissen, wo genau wir hier sind.
Okay, wir sind auf der Insel. Wir sind auf der Insel. Das heißt, das hätten wir auch schon vorher finden können. Na gut, haben wir nicht. Muss man nicht drüber philosophieren. Wir waren ja auch nur kurz auf der Insel quasi. Tja. Okay. Also im Prinzip uninteressant. Wir haben eine Signalboje bei der Insel, wir haben eine Signalboje bei der anderen Insel und wissen, dass man von der einen Insel zu der hier sich teleportieren kann. Okay. Aber wir sind jetzt nicht direkt in eine andere Basis. Aber ist das jetzt ein Zeichen, dass hier... Na gut, hier in der Nähe, es ist ja hier nicht so weit weg, dass wir die fremden Ventilationsöffnungen gefunden haben. Das heißt, hier in der Nähe vermute ich ja sowieso eine der Basen. Na gut, Leco Mio, dann wieder zurück. Und dann Rettungskapsel 6. Wir müssen Rettungskapsel 6 jetzt noch kriegen. Ich träume gerade davon an dieser Stelle, das will ich mal loswerden. Dadurch, das dauert hier so lange, ist logischerweise, weil er jetzt erstmal die Umgebung lernen muss. Und ich träume gerade so ein bisschen davon, dass durch diesen Flug, dass er damit eventuell die Biome, die wir nicht geladen hatten, dass das, was gefehlt hat, dadurch jetzt vielleicht wiederkommt. Die fehlenden Wände, die wir hatten. Jetzt, war es eben da auch schon Nacht? Jetzt kenne ich den Weg ein bisschen besser. So schlimm ist es gar nicht. Wenn man sich erstmal klar geworden ist, wie das hier wo ist, dann geht es eigentlich. Okay. Also du kleine Pisssau hast uns also... Da ist ein Mond. Du kleine Pisssau hast uns also abgeschossen mit unserer Awawa. Wir sind nur wegen dir hier. Ich sollte die ganze Einrichtung zerlegen. Naja, hätte ich ja auch gemacht, aber geht ja nicht. Ist ja ein unzerstörbares oder zumindest auf nicht bekannte Art und Weise zerstörbares Material. Na gut. Dann wissen wir doch Bescheid, was dies angeht. So. Und jetzt von dem Vieh gefressen werden und alles ist mega. Und alles ist mega. So, das ist jetzt Süd-Süd-West. Das Gegenteil von Süd-Süd-West ist Nord-Nord-West, aber wir wollen West-Nord-West. Das heißt, wir müssen mehr in diese Richtung und dann hoffen, dass wir es vielleicht doch noch finden können. Die Scheiß-Rettungskapsel. Oh, hier haben wir schöne Geschenke. Ich bleibe hier auch ganz dicht an dem Felsen dran, weil hier sind wir komplett dann über der... Na gut, nicht so über der... Na doch, abgesehen davon sind wir schon über der Leere. Und nein, das mag ich nicht. Das Gegenteil von ist... Gut, wir müssen jetzt ein bisschen mehr in diese Richtung, noch ein bisschen, um das auszugleichen. Oder nach Süd-Südost. Eigentlich, wir müssten das aber eigentlich finden können. Segleiter, uninteressant. Das muss auf jeden Fall hier in unserer... Das kann nicht so weit von uns weg sein. Ich habe auch... Okay, hier ist auf jeden Fall das Rotgras. Das ist nicht schlecht. 100 Meter, das ist noch viel besser. Okay, das ist irgendwo in dem Gebiet hier. Die verkackte Rettungskapsel ist irgendwo in dem Gebiet hier. Ja, Alter, mega. Rettungskapsel Nummer 6. Und daneben gleich ein Wrack, das war da gleich nochmal. Rettungskapsel 6, Besatzungsaufzeichnung Nummer Üns. Los, gib mir irgendwas Geiles. Integrating new PDA data. Ja, ich kann das nicht ab, wenn das hier so einzeln rumliegt. Ey, es tut mir doch leid. So, aber das, Alter, Leute, das war... Ah, ja.
ultragleitfähige Schwimmflossen, das... Hä, die haben wir doch. Technik bereits im PD... Ja, toll. Wieso gibt's denn sowas doppelt? Wieso gibt's denn sowas doppelt? Nee, Alter, dich muss ich da nicht benutzen. Wir fahren jetzt... Wir gucken uns jetzt das Wrack an, was wir da haben. Geil, dann sind wir auf dem Stand. Dann haben wir alle Rettungskapseln, wo wir bisher einen Funkspruch bekommen haben, gefunden. Das ist aber nicht das Wrack, wo wir in Folge 2 waren, oder? Wie weit ist die Rettungskapsel hier weg? Ah, oh, doch, das könnte sein, dass das Wrack aus Folge 2... Oh nee, das wäre jetzt natürlich traurig. Das wäre jetzt natürlich eine traurige Angelegenheit. Seemottenfragment, Tja, das sieht nicht so gut aus. Ja... Das ist jetzt leider unglücklich. Oh, überall Metallschrott. So, aber vielleicht gibt es hier noch einen Zugang, den wir beim letzten Mal nicht benutzen konnten, indem wir noch etwas anderes Neues finden können. Oder überhaupt, dass wir überhaupt langsam wieder was Neues finden. Wo ist hier ein... Aha. Ach doch, hier waren wir drin und hier haben wir einen Laserschneider gebraucht. Wieso ist die Tür wieder zu? Das ist, glaube ich, die Tür, wo der Ja, genau. Wieso ist die Tür wieder zu, verdammte Scheiße? So, hier. Das hat uns hier noch gefehlt. Da haben wir zumindest die Chance, dass wir da noch was finden. Huh. Fragment der mobilen Fahrzeugstation. Nein. Uninteressant. Schubkanonenfragment. Uninteressant, leider Gottes. Scheiße. Leichte Tauchflasche mit hoher Körper... Hä? Die Leichtbauweise ermöglicht eine größere Beweglichkeit... Ach so, okay. Damit ist man schneller, hat aber nicht ganz so viel Luft. Ja, geil, Alter, leck mich! Leck mich, unsere ganzen verkackten Batterien! Das zweite Teil ist auch noch. Das zweite Teil ist hier auch noch. Fahrzeugerweiterungskonsole. Oh, fuck, es hat sich voll gelohnt! Es hat sich voll gelohnt! Ey, jetzt gib mir noch das Batterieding. Modifizierung, nee, das haben wir, glaube. Oh, scheiße, wir brauchen... Oh, Mann. Ich bin sofort wieder da. Ich bin sofort wieder hier. Alter, da kannst du aber drauf flüstern. Ey, gib mir noch das zweite Batteriedings. Oxygen. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ich glaube, wir sterben jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo die Seemotte war. Alter. Geil. Ich hatte keine Ahnung, wo die Seemotte war. Ich wollte einfach nur noch nach oben. Ich glaube, das war jetzt noch ungefähr 5 Meter. Da hinten ist die Mistsau. Ich glaube, das war jetzt tatsächlich noch 5 Meter knappriger als beim letzten Mal. Da sind wir auch an... Nee, das war nicht an der... Das war hier in der Nähe. Aber das war in Folge 3. Das war gar nicht hier. Aber das war, glaube ich, auch nicht allzu weit von hier weg. Alter, heftig. Heftig.
Passing 100 meters. Ja, Alter, da gebe ich einen Scheiß drauf, du Mistsau. Was ist das? Mobile Fahrzeugstation. So, hier hatten wir gerade irgendwas, habe ich vergessen. Ach so, Tauchdock-Ding, geil. Ey, hier muss die Batterie-Ding sein. Modifizierung? Nein. Na, ey, bitte, Alter, gib mir die scheiß Batteriestation. Damit wir diese Kackdinger endlich alle loswerden. Flutlicht haben wir schon. Nein! Nein, es gibt nur das eine. Das stimmt nicht, Alter. Das stimmt einfach nicht. Es ändert sich auch nicht, wenn ich öfters drauf gucke. Das darf nicht wahr sein. Ey, das ist nicht euer Ernst. Mann, das ist so wichtig für uns, um zu leben. Ich meine, gut, das war ja auch schon mal geil, aber das ist mir halt nicht noch, nein. Mann, was ist mit dem Ding? Wieso? Scheiße. Scheiße. 30 seconds. Ja, wir können jetzt auch sterben. Ich habe den Willen zu leben verloren. Was machst du denn da? Mann, wir hätten unsere ganzen leeren Batterien wieder aufladen können, wenn dieses verkackte zweite Teil hier gewesen wäre. Aber das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Mist. Mist, ey, das tut mir jetzt im Herzen weh. Das tut mir jetzt im Herzen weh, aber wir wollen mal kurz gucken. Hier müsste es jetzt ja auch eigentlich noch so ein Pink... Ist das hier? Hier müsste es jetzt ja auch noch eigentlich so ein Tiefen mit den pinken Pilzen... Au. Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ja. Emergency. Starvation imminent. Oh ja, Mann. Lass mich doch mal in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe sterben. Weil hier müsste es jetzt ja auch noch eigentlich so ein Pilzdingen geben. Das ist ja das Gebiet, worüber wir philosophiert haben. Und vielleicht ist das ja auch nicht das richtige Loch. Vielleicht ist hier jetzt noch ein anderes Loch. Oh, wir müssen unbedingt essen. Wir können uns hier jetzt nicht weiter umgucken, Alter. Es tut mir leid. Hey, ist das das rote Gebiet, was hier direkt bei uns... Ist das unser rotes Gebiet? LOL. Das ist ja trollollig. Da kacke ich mir schon wieder eine Hose. Tatsächlich, das ist in dem roten Gebiet bei uns gewesen. Wie beschissen ist das denn, Mann? Mann, ey. Oh, eins von zwei Batterien. Och, nein, 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 nein. Ey, wie kann man nur so... Wie kann man nur so verarscht werden? So, wir müssen... Wir müssen uns Platz machen irgendwie.
was haben wir denn hier alles so für einen Scheiß bei uns? Beziehungsweise, was für einen Scheiß haben wir bei uns, den wir ablegen können? Auf jeden Fall, ja gut, wir gehen einfach mal die Kisten durch und gucken, was da alles so möglich ist. Ah, Titan werde ich auf jeden Fall los. Ja, wie gesagt, das Ding hier ist voll. Lithium habe ich gesehen, haben wir dabei. Oh ja, und, oh ja, geil, Alter, geil. Magnetit haben wir auch. Einen zumindest. Besser als keiner. So, du kommst wahrscheinlich bei Sonnen. Das können wir alles jetzt nicht ablegen, ey. Scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Sonstiges. Ja, Dinge, mit denen man nichts anfangen kann. Das wäre dann wohl der Ionenwürfel und die violette Table. Das brauchen wir, ja, das können wir alles nicht ablegen zurzeit. Das ist alles ein bisschen traurig. So, das hier würde ich gerne benutzen. 9, Alter, 19 Baupläne. Scheiße, Alter, ist das geil. So, jetzt brauchen wir tatsächlich, wer hätte gedacht, dass das mal passiert, mehr essen als trinken. Was? Beet, nein. Vital signs stabilizing. Okay, jetzt können wir wieder ein bisschen Gleichstand machen. Naja, es ist einfach einfacher, wenn man zack, 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 zack. Das ist einfach das Einfachste. So. Ladies, Gentlemen, Alter. Wir haben es irgendwie geschafft, die Alien-Basis zu infizieren, zu inspizieren. Oh. Oh, was ist mit dir los? Was ist mit dir los, du krankes Stück? Lad dich mal wieder auf, du kleiner Scheißer. Fischens. So, ich habe nicht vergessen, dass ich euch jetzt noch zeigen musste, wozu wir diese Dinger gebaut haben. Oh, die Batterieladestation, die hätten wir jetzt so schön aufbauen können, ey. Die müssen jetzt ja voll fertig sein. Oh, was haben wir denn da? Wir haben zwei Salzablagerungen und wir haben großes gefiltertes Wasser, H2O plus 50. Alter Leute, das füllt unser halbes Ding auf. Wie mega ist bitte das? Das heißt, die ganzen normalen, die können wir jetzt missbrauchen. So, und der fängt jetzt wieder neu an. Man kann hier immer schön wegsnacken. Und ich meine, das Wasser können wir jetzt so einfach bauen mit dem Salz hier. Die Röhrenkoralle, die kann man, die haben wir vor der Haustür, die kann man unendlich abschlachten. Das heißt, wir haben auf jeden Fall keine, wir hatten ja sowieso schon keine Nahrungsprobleme mehr, aber jetzt noch weniger. Alter, wie geil ist das bitte? Wie geil ist bitte das? So, dann haben wir das nämlich auch geklärt. Alienturm, ach du liebe Güte. So, das Salz kann, ach so, das gehört vorne zu Nahrung. Oh, das stört. Oh, das stört mich jetzt so unglaublich, ey. Das stört mich jetzt so unglaublich, dass wir die Batterieladestationen nicht haben. Was wollten wir ablegen? Das Salz. So, Gold, Silber, Blei, das müssen wir irgendwie loswerden. Wir gucken jetzt mal, wir haben ja da, glaube ich, eben was bekommen. So, was haben wir hier alles? Was haben wir hier alles? Violette Tafel. Hä? Eine antike fremde Tafel mit einem violetten Symbol. Ionenwürfel und Diamant mal zwei. Die kann man selber bauen. Wozu denn das? Die findet man doch. Bekloppt. Bekloppt. Raubtiertauschkörper. Werden wir wohl benötigen demnächst. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Wir haben ja Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Die Leichtbauweise ermöglicht eine größere Bewegung. Also damit sind wir schneller, aber haben halt nicht mehr so viel Luft. Also wir bleiben bei der, ist, denke ich, klar. Alter.
Das ist jetzt dazugekommen durch an der Modifizierungsstation. Seemottentiefenmodul Stufe 2 vergrößert die sichere Tauchtiefe deutlich, nicht stapelbar. Dafür brauchen wir, Fahrzeugerweiterung. Titanbarren 2, easy Rumpfpanzerung. Härtet das Chassis vorbeugend vor Aufprall, verhindert Schäden unter normalen Bedingungen. Seemottenkrebskompat. Das heißt, es gibt auch noch einen Krebs. Verwehrte Abwärme zur Reduzierung von Energieverlust. Seemotte krebskompatibel. Polyanilin, okay, haben wir ein kleiner Frachtraum. Seemotte Krebs. Seemotten soll lädt die Energiezelle der Seemotte im Sonnenlicht. Ja gut, das brauchen wir ja nicht. Wir laden es ja hier auf. Generiert ein örtlich begrenztes elektrisches Feld, um aggressive Tiere abzuwehren. Polyanilin. Ich habe kein Polyanilin. Vielleicht hätte ich dazu mal mehr. Ein Trägersystem für Standardnutzlast zum Abfeuern von Torpedo. Oh ja. Ey, das können wir sogar bauen. Ein dediziertes System zur Ermittlung und Anzeige topografischer Daten auf der Sichtfeldanzeige. Krebswärme. Lädt Energie in heißem. Krebssprung. Alter, das ist ein Mecha-Suit oder was? Starke am Heck montierte Triebwerke heben den Krebs in die Luft. Krebs, ja gut, die Sachen, die kennen wir so wie. Wirbeltorpedo erzeugt eine örtlich begrenzte Verzerrung der Gravitation. Lade ihn in den Torpedoschacht eines Fahrzeugs. Alter, what the fuck ist denn jetzt? Jetzt wird's doch noch ein Kriegsspiel. Setzt eine Wolke aus giftiger Säure frei. Lade ihn in den Torpedoschacht. Ja, hier wollen wir das. Das wollen wir jetzt auch langsam mal bauen. Das Reichweitenmodul. Fahrzeugerweiterungskonsole. In ein Tauchdock einbauen, um angedockte Fahrzeuge aufzurüsten. Dreimal Titan, Kupferdraht und ein Computerchip, das bauen wir. Ja, nee. Und die gute Batterieladestation einzunehmen. Nein. Dreimal Titan, Computerchip, einmal Kupferdraht. Alter. Leute, das wird noch gemacht. Was denkt denn ihr? Mann, was ist los? Kupferdraht, zweimal Tischkorallenprobe. Die Tischkorallenprobe, die habe ich irgendwo. Eine. Ja, geil. So, was haben wir? Ich weiß es schon wieder nicht mehr, natürlich. Gold haben wir, Kupferdraht haben wir jetzt und Tischkorallenprobe. Okay, den Computerchip haben wir gleich fertig. Und was war dann noch? Moment. Kupferdraht und hier brauche ich auch einen Kupferdraht? Brauche ich zwei Kupferdrähte? Was? Ich brauche zwar. Ach du Scheiße! Kupfer. Okay, jetzt müssen wir nochmal kurz was gucken. Das tut mir wahnsinnig leid, natürlich. Kupfererz und Magnetit. Ich muss unbedingt farmen dann wieder. Kupfererz und Magnetit. Aber es läuft doch gut. Gentlemen und Ladies, es läuft doch gut. Scannerraum, so, Beschleunigermodul haben wir. Wir haben auch den Scannerraum schon und dann, wir haben im Prinzip alles, was wir brauchen. Vergrößere die Reichweite des Scannerraums. Das ist natürlich gut, wenn ich was farmen will, weil das brauche ich natürlich dafür. Man das vielleicht irgendwie anwerfen oder? Baut sich das gerade. Es ist gerade, glaube ich, größer geworden. Baut sich das erst auf, oder?
Es ist auf jeden Fall größer geworden. So. Guck, das Ding ist Kupfererz. So liegt ja nicht. Ach, egal. Ich mach einfach mal Kupfererz an. Vielleicht passiert ja was. Wobei, das findet man noch so. Alter, wenn ich gleich farmen will, was will ich dann farmen? Das auf jeden Fall nicht. Da habe ich keinen Platz für. Wracks machen wir nur zusammen. Ich farme ja, wenn ich dann nur so Kalksteinbrocken jaf. Such danach. Du kleine Mistratte. So, wir brauchen noch so einen Tischkorallen-Dingsbums. Wir brauchen noch so einen Tischkorallen-Dingsbums. Ja. Okay, hier ist die Batterie. Ach ja, das wird mir angezeigt. Ach, das habe ich schon ganz vergessen. Auch wie wunderbar ist das, ey. Wie wunderbar ist das? Das habe ich schon ganz vergessen gehabt. Welcome aboard, Captain. Ja, yo, willkommen. Nein, falsch. Zweimal Kupferdraht. Keine Energie. Oh ja, nee, Alter. Der Bioreaktor. Ach so, weil ich jetzt den Scannerraum anhabe. Der zieht natürlich Energie und der Bioreaktor allein, der baut das nicht so schnell auf. Jetzt müsste die Energie eigentlich besser. Och, wieso ist es denn jetzt auch Nacht? Okay, jetzt wird's langsam wieder. Okay, den Bioreaktor ausfallen lassen ist also nicht die beste Idee. Den Bioreaktor ausfallen lassen ist nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. Aber gut, hat ja auch keiner gewusst, dass wir so lange weg sind. Nein. Ach so, die violette Dingsbums. Ach ne, Medikit haben wir eingesteckt, ne? Habe ich jetzt wieder zwei Medikits? Ja. So, dann muss ich das an der Modifizierungsstation bauen. Oh Mann, wo muss ich das denn bauen? Jetzt leck mich doch nicht, ey. Inneninstallation. Ach so, das ist ein Install. Ach so. Das muss ich installieren. Titan mal 3 brauche ich noch. Fahrzeugerweiterung in einen Tauchdock einbauen, um angedockte Fahrzeuge aufzurüsten. Achso, es muss. So, das kommt. Okay, das kommt an die Wand. Ja gut, das soll ja aber auch nicht scheiße sein, ne? Das soll ja aber auch irgendwie nicht scheiße sein. Ja, toll, hier geht's natürlich. Hier geht's natürlich nicht. Ist das überhaupt. Das ist doch falsch. Das ist doch falsch rum. Ach so, da muss man rein. Ach so.
Ja, okay, dann ist das wahrscheinlich vielleicht so in Ordnung, auch wenn das ein bisschen nicht in Ordnung ist. Seemotte angedockt, voll auf... Ach, dann steht da sogar was... Geil. Fabrikator benutzen. Fahrzeugerweiterungskonsole. Tauch... Alter. Man kann das Ding umbenennen. Ja. Das ist relativ einfach. Dann nennen wir das Ding erstmal die Shanna. Schiffe haben ja meistens einen Frauennamen. Rumpf. Name. Alter, man kann die Farbe ändern. Man kann die Farbe von dem Ding ändern. Wie geil ist das denn? Streifen 1. Ey, das ist ja wohl der Mega-Bullshit. Das ist ja wohl der Mega-Bullshit. Wo ist Streifen 2? Okay, das... Da... Oh, Alter. Okay, da werde ich mir schön, da werde ich mir eine schöne Farbe zu... Das ist ja mega geil. Fabrikato benutzen. Universalmodule. Rumpfpanzerung. Viermal Diamant, bist du bescheuert oder was? Polyanilin kennen wir nicht, Alter, was brauche ich dafür? Frachtmodul. Ein kleiner Frachtraum, Seemotte krebskompatibel. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, dreimal Titanium. Ja, wir wollen jetzt aber im Prinzip Seemotten-Tiefmodul Stufe 1, Titanbarren und zweimal Glas. Mehr will ich jetzt gerade gar nicht. Achso, Krebsmodul, ja gut, Krebs haben wir, Seemotte, Krebs und Torpedos, ja, nee, ist klar. Ist klar. Titanbarren, zweimal Glas. Und dreimal Titan, Titanbarren, zweimal Gras, Lithium. Glas, kein Gras. Ladies and Gentlemen, Alter. Eins, zwei, drei. Titanbarren. Lithium. Zweimal Glas. Wie sieht's quarzmäßig aus? Sehr quarzmäßig sieht sehr gut aus. Frachtmodul. Seemotten-Tiefmodul Stufe 1. So, und an der Fertigungsstation können wir uns dann noch mehr Teile bauen. Zerstörungstiefe nun 300. Ja, mega, Alter. 100 Meter tiefer. Das ist natürlich schon eine Ansage. Mein Auge. Mein Auge. Shanna angedockt. Alter, wir haben jetzt unsere Wie geil, Alter, ist das? Alter, Leute. Damit hätten wir es für heute auch mal geschafft. Oh. Muss ich auch mal reparieren. Die jute alte Shanna. Okay, von innen weiß, das sieht gut aus. Ach so, das sind die Module. Ja gut, was bedeutet, was... Oh. So, was ist jetzt hier? Frachtraum. Da ist die Energiezelle. Shanna. Da! Frachtraum öffnen! Alter, da passt... Alter, 16 Felder! Wie geil ist das denn? Da passen 16 bekloppte Felder rein! Da könnte man beispielsweise... das Ding reinpacken, weil das braucht man ja nur, wenn man es da braucht. Alter, das ist ja zum Kotzen geil. Ey, damit können wir jetzt ja richtig noch mehr auf Alter. Ey, das ist ja gottgleich.
das ist ja gottgleich. Kann ich hier irgendwo 300 Meter tief, um zu gucken, wie tief das ist? Nee, es geht jetzt nicht, ne? Das geht jetzt nicht. Hier ist nichts in der Nähe und... Okay, hier, wenn wir geradeaus von unserer Basis gefahren wären, da hätten wir gleich so einen scheiß Pilzwald gehabt, ey. Das war mir auch wieder gar nicht... Ey, wir können jetzt 200 Meter tief. Jetzt können wir bald zu dieser Degasi-Außenstation selber hineiern. Alter, ist... Okay, Leute. Zum nächsten Mal, da werde ich dann natürlich wieder zusehen. Da werde ich irgendwie... Ich werde wieder ein bisschen Kupfer farmen und so. Ich werde hier eine vernünftige Farbe für Shanna anlegen. Ah, thank you. Wir werden... Ach. Ich will doch nur die Batterieladestation. Okay, wir können jetzt 300 Meter tief tauchen. Das hilft uns natürlich schon fett weiter. Das hilft uns natürlich schon fett weit. Alter, wie geil. Wir können das Boot umbenennen, alter Shanna. Wir haben jetzt hier fett Wasser. Uns fehlt ein Batterieding. Wir haben diese Alien-Scheiße gefunden. Wir haben jetzt einen Frachtraum auf dem Schiff, was im Prinzip noch viel geiler ist als der ganze andere Mist. Ey. Haben wir eine Nachricht? Ja, beim nächsten Mal können wir die nächste Nachricht... Och, Alter, göttlich. Ich würde aber auch langsam gern zur Aurora. Langsam wirklich... Ach, Alter. Ey, wir haben so viel zu tun. Also, was in den letzten 5, 6 vollen Packs alles passiert ist... Das ist auf keine Kuhhaut zu schreiben. Das ist auf keine Kuhhaut zu schreiben. Wie weit ist denn das schon wieder? Okay, eine Flasche. Das Wasser braucht natürlich viel länger als das Salz, um fertig zu werden. Und was braucht man dann für das Tiefentauchmodul 2? Krebstiefen. Plastahlbarren? Ich glaube, das ging. Magnetit 2-mal emailliertes Glas. Das. Ja, Magnetit 2-mal ist schon heftig. An sich würde das gehen, aber. Wenn wir ein paar mehr Magnetiten haben, vielleicht erst. Ladies und Gentlemen, ey, Arsch auf Eimer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.